Hallo und herzlich willkommen hier bei Android TV mit einem weiteren Tipps and Tricks Video. Nervt es euch auch so richtig, dass ihr bei dem Google Music Player keine Albumbilder hinzufügen oder verändern könnt? Könnt ihr doch. Wie es mit einem kleinen Umweg geht, zeige ich euch nach einem kleinen Break. Also nicht abschalten, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tipps and Tricks Video hier bei Android TV. In der letzten Ausgabe der Nummer 57 habe ich euch gezeigt, wie ihr bei Android 4.4 KitKat auf unserem Nexus 5 die Widgets auf den Lockscreen bekommt. Dabei ist uns aufgefallen, dass in meiner Google Play App einige Albenbilder fehlen. Und wie man die nun hinzufügen kann, das will ich euch heute zeigen. Das geht prinzipiell leider gar nicht auf der mobilen App, sondern wir müssen dazu unseren PC anwerfen und in den Browser gehen. Das habe ich immer getan. Ich öffne einen neuen Tab und gehe in den Google Play Music rein. Und da sehen wir schon wieder, hier sind die Alben, die also noch keine Albenbilder haben. Das liegt im Prinzip daran, dass das von mir vor vielen Jahren selbst produzierte Lieder sind. Wir können mal hier eben eins anspielen. Und hören schon. Aha. Das ist Larry und Mike, mit dem habe ich mal vor ein paar Jahren einen Titel aufgenommen und deswegen hat er natürlich in dem MP3-File kein Tag drin. Das ist so in der Regel, weil ich einfach mal testweise einen Titel produziert habe und dort mir nicht die Mühe gemacht habe, Albenbilder zu machen oder ähnliches. Da das jetzt aber so ein bisschen unübersichtlich ist, wollen wir einfach mal wie folgt vorgehen. Wir können das entweder direkt hier draus machen, indem wir mit der rechten Maustaste auf Album Details bearbeiten gehen und sehen schon, aha, hier können wir also das Albumbild ändern. Das machen wir mal auf die Schnelle. Wir machen jetzt einfach unser altes P7 Logo da rein, schreiben noch den Interpreten. Ne, das mache ich gleich nochmal, weil ich euch zeigen will, dass es auch von anderer Stelle ausgeht. Wir sehen jetzt also hier schon, aha, wir haben jetzt also das Albumbild vorhanden. Wir können das auch, wie gesagt, hier draus machen. Wir können das jetzt vergrößern. Wir können auch hier reingehen und können hier nochmal die Albumdetails bearbeiten. Während das Titel hier schön im Hintergrund spielt, das können wir auch machen. Da er nicht bei der GEMA angemeldet ist, können wir den laufen lassen bis zum Ende des Jahres und darauf auch weiter. So, gehen wir mal den Interpreten des Albums an. Das sind also Larry und Mike. Und aus dem Album, nein, die haben noch kein Album. Komponist war in dem Falle Matt Jackson von P7 Studio. Genre, ja, man könnte es als Hip-Hop bezeichnen. Ich weiß, da werden sich jetzt die Geister streiten. In welchem Jahr war das? Auch das weiß ich nicht mehr so genau. Ich sag mal 1999, so ungefähr muss das gewesen sein. Speichern wir und haben das dann entsprechend auch hier manifestiert. Und damit ist es dann auch auf unserem Smartphone wieder drauf. Das werde ich euch auch noch kurz zeigen. So, hier seht ihr, habe ich mein Nexus 5 wieder. Jetzt scrolle ich hier runter und dann seht ihr schon, unbekanntes Album ist es natürlich noch geblieben, aber der Titel von Larry und Mike ist da und vielleicht sollte ich dem Ganzen noch einen Namen geben. Das können wir aber, wie gesagt, noch ein bisschen später tun. Da braucht ihr nicht dabei sein. Ihr habt es gesehen, vom Prinzip relativ einfach. Es geht also nur über den Desktop-PC zu verändern in dem Webbrowser. Aber man kann es verändern. Und mehr wollten wir ja erstmal nicht wissen. Das war es wiederum mit einem weiteren Tipps und Tricks-Video hier von Android TV. Euer Matt Jackson. Wenn es gefallen hat, ihr wisst schon, Thumbs up und noch besser teilen auf den sozialen Netzwerken, weil ihr uns damit super helft. Bis dahin, tschüss. Let's do it then, let's do it then, let's do it tomorrow.